Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier sehen wir sie mal allesamt, weil sie gerade gemeinsam unterwegs waren. Der Timo mit seiner Frau Dahlia, der Schwester Trixie und deren beiden, vier Kinder. Tatjana, Trudy, Tiara und siebte Generation Tobias. So, okay, ich sehe gerade, dass hier im Garten irgend einiges los ist. Ich muss nur mal ganz kurz... Okay. Ich kann hier immer noch nicht... Warte mal, bewässer mal den Garten. Das ist vielleicht ganz gut. Und Trixie, dich sag ich mal, dass du Käfer einsprühen solltest. Wobei noch irgendjemand mal ganz fix gucken sollte, ob wir vielleicht... Nee, haben wir nicht. Mistiger. Okay. Luna ist schon ein Geist. Hey Dahlia, wir fänden es toll, wenn du unsere Gruppe Mixiana beitreten würdest. Oh ja, warum nicht? werden natürlich gleich eingeladen wahrscheinlich, oder? Nee, was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir noch einen Kuchen backen und wir machen einen Hamburger Kuchen. Ich bin mal gespannt, wann... Ja, und dann müssen wir noch... Oh Gott, die muss gleich um 18 Uhr auf Arbeit. Das kriegt sie noch hin, oder? Tobias ist auf jeden... Ach Quatsch, andersrum. Timo ist auf jeden Fall, der isst gerade so. Ich muss mal gucken, wie es den allen geht. Okay, er isst. Die Trixie, die ist gerade draußen, kümmert sich noch ein bisschen um den Garten. Okay, dann sind die Kids ins Bett gegangen und Tobias ist irgendwo... Oben ist er. Gelandet. Du kannst hier nochmal auf die Toilette gehen. Und dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn du vielleicht... Ach guck, du kannst mal Jagd auf den Notebook-Dieb Puppenspiel spielen. Und ich gehe nochmal hier runter zu Timo und zu Dahlia. Wobei Dahlia jetzt gleich auf die Arbeit muss. Na gut, Trudy wird jetzt gleich nämlich zum Teenager werden. Ja. Oh, guck mal, sie kann schon mittlerweile. Oh Gott, du Blöde ist ja wirklich. Ich habe die Mixenfähigkeit. Oh, verdammt. Wie mache ich die Fähigkeit jetzt? Erweitere ich die bei den Getränke mixen? Wartet mal, ich muss mal hier mixen. Nee, das kriege ich eh nicht mehr hin. Auf 3. Ich habe gerade mal 2 erreicht. Okay, vergiss es. vergiss es. So. Ich bin gerade am Überlegen. Wartet mal ganz kurz. Haben wir nicht irgendeinen... Ah, guck mal. Energietrank. Den kannst du trinken noch. Fix, beeil dich. Komm. Hey. Komm, trink ihn. Bitte, bitte, bitte. 2 Minuten, du musst los. Nee. Nein, 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 nein. Nein. Stopp. bist du sicher, dass ich es tun soll? Ja. Trink jetzt erstmal das und dann den Ofen leeren. Sonst gibt's gleich. Entschuldigung. Oh nein! Du solltest doch. Oh nö, du solltest den Kuchen backen. Oh, verdammt. Was mache ich denn jetzt? Okay, komm, du gehst auf die Arbeit. Timo, ich muss es zu dir jetzt einfach sagen. Mach du uns einen Hamburger Kuchen. Komm, komm her. Trudy schläft sowieso. Tiara ist hier irgendwo draußen, ich weiß gar nicht. Okay, was machst du? Ah, nee, warte doch mal. Du musst doch ganz andere Dinge tun. Du musst hier ein bisschen was zeichnen. Okay, dann kümmere ich mich mal darum. So, wo mache ich denn das ganze Zeug eigentlich hin? Ich weiß es halt echt nicht. So, als nächstes müssen wir Leute zeichnen. Was machst du? Ah, du gehst noch duschen. Okay. Tobias ist hier oben, ach ja. Du musst noch die Motorikfähigkeit erreichen. Momentan macht er aber Soziales, blöd, ne?
Was habe ich denn da ihm gesagt? Gehen wir doch mal nochmal runter. Und ich würde jetzt sagen, du gehst... Na? Du gehst noch fix tippen üben. So. Wo ist denn Trixie? Sag mal. Ah, sie ist da draußen. Du sollst eigentlich Klavierfähigkeit erreichen. Und eigentlich müssen wir auch mit dir immer noch Bücher schreiben. Ah, ist das wieder mal hier. Guck mal, Konzert geben. Gib mal ein Konzert. Judy ist irgendwo wahrscheinlich jetzt duschen. Papa macht, ne? Papa macht den Kuchen. Und ich hoffe, dass der Kuchen diesmal fertig wird. Ich muss nur ein bisschen warten. Ja, ich weiß. Mit einer wilden Geburtstagsparty. Gott, die wird wahrscheinlich schon voll blinken. Timo blinkt auch schon? Nein. Ihr hattet ja gleichzeitig, oder? Verdammt. Ich glaube, ich muss Timo dran nehmen. Timo blinkt. Wie wild. Okay. Gut, Geburtstagskerzen. Also da er blinkt, dann lasse ich ihn natürlich erstmal, verdammt. So, wartet. Seine Frau ist zwar nicht da, aber es macht nichts. So, er wird jetzt die Kerzen auspusten. Und unser Timo wird zum Erwachsenen. Und pust. Yay. Lala. So, Timo ist älter geworden, Midlife Crisis und so weiter. Füge nochmal hinzu. Ich würde nämlich trotzdem Trudy dann hierher schicken. Später. Ich lasse sie jetzt erstmal schlafen. Das macht ja nichts, hoffe ich mal. Die hat noch nicht geblinkt, von daher sollte es noch funktionieren. So, Timo, herzlichen Glückwunsch. Hier, das Ganze mal säubern. Und hatten wir jetzt schon aufgeräumt? Nee, verdorbenes Essen aussortieren. Logik, wie weit waren wir da jetzt? Okay. Mit welcher Tochter war das mit der Logik? Ich muss mal hier, die war es. Tatjana. Aber die schläft gleich wahrscheinlich. Wobei, ich probiere es einfach mal. Spielen mit. Und dann nehmen wir die Tatjana mit raus, dass ihr zwei wieder... Oh, jetzt läuft er erstmal durchs ganze Haus, weil er aufräumt. Und Tatjana geht schon mal vor. Trixie, wo bist du? Ah. Oh. Moment. Hä? Na, auf sieben haben wir es geschafft. Okay. Aber mehr noch nicht. Gut, sie geht jetzt erstmal ins Bett. Soll sie das auch tun? Tiara, was machst du? Ah, die muss erstmal auf Toilette. Es geht wirklich viel schneller, oder habe ich nur das Gefühl, dass es das tut? Hier, guck mal, hier, Mama. Was ist denn das? Leute haben mich gemalt, okay. Auf welche Toilette bist du jetzt gegangen? Nee, komm, geh erstmal... Ach, Mädchen, hier, geh erstmal auf Toilette. Danach gehst du erstmal ein Schaumbad nehmen und dann kannst du schlafen gehen. So, dann gucke ich nochmal nach Tobias. Hey, Tobias, super, klasse. Wir haben es eins weiter geschafft hier. Oh, Schwitz. So, also dreimal über das Klettergerüst klettern. Höchstpunktzahl im Tippspiel und Level 10 der Motorikfähigkeit. Okay. Nun gut, dann würde ich erstmal sagen, du darfst mal kurz... spielen, hoffe ich mal, ist rumklettern. Das machen wir erstmal mit dir. Und Tatjana ist noch da draußen, spielt mit Papa. Wir finde ich eben ja voll goldig alle. Wir haben schon Sonntagabend, das heißt, dass Timo dann auch wieder arbeiten gehen muss. Naja, gut. So. Wie geht's ihr denn eigentlich? Naja, es geht so. Ich würde jetzt auch hier einfach mal sagen, ruhig angehen lassen. Sie ist krank oder was? Fieberkrankheit. Oh mein Gott, verzerrte Bilder und so. Die nächste, die krank ist. Ich habe das gar nicht so wirklich. Hä? Wo sind wir denn? Ach so. Hier drin. Nein! Nein!
Nein, nicht schon wieder. Nein. Oh mein Gott. Er wird schon wieder entführt. Warum passiert ihm das immer wieder? Wieso denn bloß? Wieso denn bloß? So, Tatjana, ich glaube, damit du nicht zu sehr erschreckst, solltest du einfach in dein Bett gehen. Wo bist du? Da bist du zu Hause. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo ist denn ihr Zimmer? Hier hinten. Oh mein Gott. So, habe ich hier da irgendwas? Ah, ja, guck mal, das habe ich schon geschafft. So, dann kannst du mal reinkommen, kannst noch mal was essen. Gott, wir haben auch nicht mehr so viel im Kühlschrank. Das sollten wir mal bald was ändern. Und danach gehst du ins Bett. So, Trixie, wie geht es dir? Moment, halt, hier sind wir. Ja, ein bisschen lasse ich dich noch schlafen. Ob er jetzt... Ach Gott, was hast denn du angezogen? Was Schickes. Muss so kurz vorm Bett gehen. Ganz schick gemacht. Tschack. Und schlafen gehen. Also Tatjana ist im Bett, Trudy ist im Bett, Tobias holt sich noch was zu essen. Trudy, wie weit bist du? Na okay, ich lasse dich noch mal ein bisschen. Oh, wobei... Ach komm. Wartet mal. Kerzen auspusten. Ich sehe zwar keine, aber ich bin nämlich mal gespannt, wie sie aussehen wird. Ich bin ja so gespannt. Ich bin ja so gespannt. Oh, du hast doch auch noch einen hier gehabt. Ich muss mal noch mal ganz kurz... Wo bin ich denn da? Vielfraß ist sie und ich wollte sie wirklich in Richtung... Oh Gott, das habe ich leider mit ihr nicht mehr geschafft. Das tut mir echt leid. Aber 3 Level waren einfach noch ein Unding. Ich muss mit Tiara da mal ein bisschen besser sein und mit den Zwillingen. So, da kommt sie. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Yay. Ob sie wohl als Vielfraß doch ein bisschen rundlich sein wird? Ich meine, sie hat schon immer wieder Hunger gehabt, finde ich. Und auspusten. Yay. Und unsere erste, unsere älteste, Trudy. Yay. Was hast du denn auf? Und mit kurzen Haaren auch. Aber sie ist voll schlank. Ja, cool. Hallo, Trudy. So, meine Güte. Genau, das müssen wir noch machen. Was will ich denn mit ihr machen? Also ich würde wirklich mit ihr irgendwas in Richtung Köchin und so. Weil als Vielfraß, finde ich, passt das am besten zu ihr. Wartet nochmal. Ja, würde ich schon sagen. Nur was jetzt? Meister Mixerin, Meister Köchin. Ich habe nur die zwei, ne? Essenz des Geschmacks. Da bin ich besser oder lieber dran. Was ist das nochmal? Essenz des Geschmacks. Sims mit der Essenz des Geschmacks bereiten hochwertigere Speisen und Getränke. Okay. Und was passt jetzt noch dazu? Snob. Snob hatte ich, glaube ich, noch nicht. Oder zumindest nicht so oft. Gibt es nicht noch irgendwas mit Essen? Oder meinte ich das nur? Tollpatschig, tanzwürdig, böse, aktiv, kleptomanisch, mag keine Kinder. Ja. Also ich werde mal in Zukunft das wirklich so mal versuchen, dass ich das aufschreibe. Und ich habe irgendwo, habe ich einen Würfel und dann muss ich mal gucken, dass ich das eine Nummer gebe. Ups. Genau. Also da muss ich auch da nämlich mal schauen, was ich hier so auswählen kann. Das sind ja eigentlich die Dinger, die finde ich dann. Upsa. So, Moment. Meister Köchin. Und dann ein Merkmal. Und ein Merkmal kriegt eine Nummer und dann kann ich das zum Beispiel auch einfach nur auswürfeln. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie ihr das halten würdet oder was ihr davon halten würdet. So, meine Liebe. Ach du meine Güte. Ich würde gerne nochmal so deine Outfits, die du momentan hier so hast,
kurz anschauen. Okay, da dürfen wir natürlich mal wieder was auch noch ändern. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange Tiara braucht. 2 Tage, ob wir das zusammen machen, ob du so lange einfach diese Klamotten, die du hier hast, trägst. Und auch die Frisur. Eigentlich sogar diese Kurzhaarfrisur gefällt mir bei dir sogar, muss ich gestehen. Gute Nacht, Tobias. Da kommt er wieder zurück. Timo, das war zum dritten Mal. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Aliens, unfassbar. Okay. So, ich schicke dich hier mal zu einer erfrischenden Dusche. Nee, lass mal. Mach mal. Geh erstmal auf erfrischende Dusche. Männer können ja, glaube ich, keine Schwangerschaftstests machen. Bis jetzt leuchtet der Bauch aber auch noch nicht. Irgendwann wird es echt sein, wenn du das so weitermachst, dass du hier uns noch ein Alienkind hier reinbringst. Aber zum Glück habe ich meinen Erben, Timo. Nee, Tobias. Mein Gott, ich bin schon durcheinander. Tobias natürlich. Ja, der ist ja schon da. So, Trixie. Quatsch, doch, Trixie. Meine Güte. Ich bin ja sehr total durcheinander hier, Mensch. Geh mal hoch. Erfrischende Dusche, dann gehst du mal aufs Klo, dann kannst du mal runtergehen. Und, oh, Judy könnte uns jetzt ab sofort was kochen. Auf jeden Fall, du kannst hier noch mal was nehmen. Genau, warum nicht? Warte mal, Julie, wie geht's dir? Ja, okay. 2 Mahlzeiten zubereiten, wenn inspiriert, und 5 ausgezeichnete Mahlzeiten. Okay, das ist erstmal egal. Du kannst jetzt erstmal anfangen zu kochen und mach uns einfach mal allen ein Rührei. Na, sie ist halt ein Vielfraß und isst jetzt natürlich. Ich mache mal den Kuchen in den Kühlschrank, wenn es geht. Und Trudy isst erstmal. Kocht uns erstmal was. Meine Güte schon. Ich bin total durcheinander. Oh Mann, Timo. Was du immer mit mir machst. Bis jetzt blinkt noch nichts. Ich hoffe, es bleibt so. Was willst du denn schon wieder da draußen? Logik lernen wahrscheinlich, oder? Ja, dann komm. Dann mach. Wenn du nicht anders kannst. So, ich bin mal froh, dass Tiara scheint durchzuschlafen scheint. Und Dahlia ist da. Yay! Hallo Dahlia. Sie ist halt ein bisschen müde. Sie hat 280 erreicht. Ich würde auch mal sagen, dass du nochmal eine dampfende Dusche machen kannst und danach ins Bett gehst. Und wenn wir so weitermachen, kriegen wir nicht noch ein Kind von mit dir. Sie hat natürlich leider keine Beförderung bekommen. Es liegt aber an dieser Mixfähigkeit, die ich jetzt unbedingt mal mit ihr echt angehen müsste. Ich finde das Mixen einfach nur furchtbar. Sorry. Nein! Jetzt ist es Tobias, der hier oben was entdeckt hat. Oh, genau. Quatsch doch mal einfach damit. Warte mal. Reden mit Monster unter dem Bett. Reden. Komm, red mit ihm. Nein. Geh mal nochmal runter und red mit dem. Quatsch mit ihm. Der Versuch von Tobias, dem Monster unter seinem Bett zu kommunizieren, war nicht erfolgreich. Es hat wohl momentan keine Lust, Freundschaft zu schließen. Okay. Na dann brüllen wir das Tierchen mal an. Verschwinde. Hau ab. Ich bin hier, der Erbe und überhaupt. Verschwinde. Oder ich hole jemanden. Schade, es funktioniert nicht. Dann würde ich mal. Ach Gott, Trixie. Nee, ich würde den Timo mal holen. Wo ist denn Trixie abgeblieben? Ah, die ist schon hier unten. Mit dieser richtig coolen Frisur. So erkenne ich die kaum echt wieder, ey. Mit dieser Frisur. Aber sie ist schon cool. Was hast du dir geholt? Minestrone. Oh. Julie ist auf jeden Fall fertig mit dem Kochen.
ich das jetzt in Mal? Nee. Und einmal haben wir es schon geschafft. Das ist doch super. Das haben wir auch schon geschafft. Und ich glaube, du musst noch Hausaufgaben machen. Das jo, darfst du jetzt gerade mal machen. Hoch. Ich habe es nebendran gestellt. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ich beobachte unseren lieben Timo noch ein bisschen, ob er doch noch irgendwie das Leuchten anfängt vom Bauch. Ansonsten werde ich ja noch mal versuchen. Ich möchte ja noch ein Kind versuchen. Ja, ich will noch mal eins zwischen den beiden versuchen. Ich sage jetzt erstmal Tschüssi. Wenn es dir gut gefallen hat, dann geh, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier. Und dann würde ich mich sehr freuen und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidoo. Ciao, ciao.